Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, hier auf der Hof 2022 zu einem weiteren Erklärvideo. Und natürlich haben wir Andreas und Matthias dabei. Hallo. Hallo, liebe Zuschauer. Hallo, Mario. Hallo zusammen. Ja, wir sind am Weingut und offensichtlich wollen wir euch erklären, wie die ganze Weinkiste läuft. Wir haben sie ja in den Vorstellungsvideos schon mal gezeigt und ich sage es zu Recht, das ist mein kleines Highlight hier auf der Karte. Ich finde das Ding so, so cool. Beide Weingüter sind cool, weil die Ideen einfach darin so cool gemacht sind. Deswegen ist es mir eine Freude, dass wir heute jetzt das Weingut-Thema behandeln und mal gucken, wie die ganze Nummer mit dem Wein denn überhaupt funktioniert. So, Nummer 1 sei gesagt, wir haben ja helle und dunkle Trauben, also die Standardtrauben von Giants, aber es gibt hier auch helle Trauben. Ich weiß nicht, warum das ausgelassen wurde, finde ich ein bisschen schade. Haben wir ja jetzt hier. Ja, haben wir hier. So, Problem dabei, der Ernter kann nur eine Fruchtsorte. Also er kann entweder nur helle Trauben oder er kann nur dunkle Trauben. Das kann man auch nicht konfigurierbar einstellen. Das bedeutet, wenn man beide Sorten machen will, braucht man zwei Traubenernter. Okay. Der zweite Traubenernter liegt der Map bei, also der ist praktisch direkt in der Map mit drin. Ja. Und den kann man käuflich erwerben. Wir haben das jetzt schon gemacht. Wir gehen mal hinter das Weingut. Hier stehen jetzt zwei Traubenernter. Der Mario kann sich ja mal einen schnappen. Der erntet so gern Trauben, habe ich gehört. Welchen ist egal? Welchen hast du erwischt? Ich habe für die roten. Ja, dann Matthias, lass ihn für die weißen, lass ihn nehmen selber, er soll sie selber ernten. Ja, ich fahre ihm nur schon mal hin. Kannst ja den Drecker holen. Ja, Mario, du weißt ja, wie es funktioniert, ne? Ja, so ungefähr. Augen zu und gib ihm und schön an den Pfosten hängen. Ja, genau. Alles ohne GPS. Ja, mal gucken wir mal hier aus der Ansicht. So, jetzt haben wir es. Wenn du einmal hoch und einmal runter fährst, reicht das ja. Ja. Wir brauchen jetzt hier keine 10 Millionen Liter. Wir haben keine Weinberge fest eingebaut. Ihr könnt die Weinberge hinbauen, wo ihr wollt. Ihr könnt sie auch an den Hang bauen, geht alles. Halt dann mit euren Fahrzeugen schauen. Zum Thema Trauben. Beim Blattschneider ist es genauso wie beim Ernter. Da fällt es allerdings nicht so ins Gewicht. So ein Blattschneider kostet, glaube ich, 8000 Euro. Ja. Da einen zweiten zu kaufen, ist nicht so weltbewegend. Und spätestens in dem Moment, wo ihr merkt, dass er nicht Blätter schneidet, habt ihr den falschen erwischt. Ich habe versucht, das irgendwie farbtechnisch anzupassen, hat aber nicht so wirklich funktioniert. Halt leider so. Matthias, bleibt doch hier, ihr kommt doch wieder runter. Er ist nicht voll bis oben hin. Glaube ich nicht. Nee, lange nicht. Bei dem Ernter. Soll ich dir das farblich anpassen? Das kriegen wir doch noch. Nein, hin, beim Ernter wäre das nicht das Problem, das farblich anpassen. Aber da siehst du es ja, wenn du einsteigst. Ja, genau. Aber Ich kann das auch. Aber eigentlich habe ich es dran geschrieben. Und man hat ja heute eine relativ gute Fahrzeuginfo. Ja, das stimmt. Dann auch. Sollte es eigentlich mit dran stehen. Ich glaube, hier beim Ernter steht das auch mit dran. Ne, hier steht es nicht mit dran. Aber wie gesagt, da steht es dran, wenn du einsteigst. Ja, das Problem ist, bei dem für die der Standard im Shop ist, der hat schon nur helle Trauben drauf. Ne? Ja. Also abgebildet auf dem Blattschneider. Wenn ich das jetzt bei dem mache für die anderen, kann ich keine hellen Trauben mehr drauf. Eben, weil auf dem Standard schon helle Trauben drauf sind. Das ist ein bisschen doof geregelt. Ja, das ist ein bisschen ärgerlich. So, wir haben natürlich, weil helle Trauben gehen ja wahrscheinlich dann auch nicht in den Anhänger, habe ich im Shop einen Anhänger von Giants angepasst, der auch helle sowie dunkle Trauben kann. Aber ich bin über einen Anhänger gestolpert, der mich interessiert hat, den zu bauen. Und der steht hier unten, da kann der Mario gleich reinladen. Ja, ich wieder unten ist. Wieso bin ich eigentlich der Einzige, der hier arbeitet? Weil wir das dich machen lassen wollen, weil du dich immer beschwerst, wenn wir dich arbeiten lassen. wenn wir dir alles vor der Nase rumfahren und. Also. Matthias, machst du mal bitte den Trecker aus. Ja,
Deswegen bist du der arbeitet und ich laber nur und guck dumm zu. Ja, mach das so. Das kannst du auch ganz gut. Ich würde mich auf den Beifahrersitz setzen, aber da ist so wenig Platz drin. Das stimmt. Der hat hier wirklich keinen Platz für den Beifahrer. Sorry, er aber... Kannst dich bei mir mit draufsetzen. Kannst du auch zugucken, wie Mario gleich ablädt. Brauche ich doch nur ein bisschen nach oben scrollen und dann würde das alles funktionieren. Oder fliegen oder so. Alles möglich. Also so, ihr kennt beim Setzen der Pflanzen im Shop auch, ob ihr helle oder dunkle habt. Das zeigt der Mario euch dann noch. Genau, machen wir gleich. Alles nach und nach. Wir sind ja nicht im Stress hier. Glaube ich. Boah, krass. Das ist ja ein Dreiachser sogar. Ja. Kleiner Dreiachser, ja. So ein kleiner Anhänger. Den hast du so in der Realität gefunden? Den gibt es in der Realität, ist ein italienischer Hersteller und da waren einige relativ gute Bilder bei. Ja. Hat natürlich ein paar Features, die hat nur unsere. Aber ist wieder der Spielkind in mir durchgekommen. Reicht aber, Mario. Genau, fahrst rückwärts ran. Und dann lad dich mal aus. Gib ihm, mach ich. Ach guck mal, das passt natürlich auch noch genau mit dem... Der Höhe und allem. Ja, das ist cool. So, und dann lassen wir dich noch helle Trauben ernten. Ja, auch das mache ich. Sehr gut, ich mache mal in der Zeit den Ernter aus, der muss nicht umsonst laufen. Doch, der muss laufen. So, ich hätte den ein bisschen... Ah, den kannst du ein Stück vorfahren, Matthias. Den... Mario dann zum Abladen. So, liebe Zuschauer, jetzt seht ihr es auch hier, ne? Da unten seht ihr die hellen Trauben. Kann man direkt im Vergleich ganz gut sehen. Im Bunker sind helle Trauben und Band sollten ja, eigentlich auch helle Trauben sein. Ja, genau, die auf dem Band sind helle Trauben. Bunker sehe ich gerade nicht. Also sehe ich einfach gerade nicht. Na doch, aber ich habe reingeguckt. Ist auch eine helle. Ja gut, dadurch, dass ich das Fill-Volume ja überall angepasst habe, nimmt ja. Das ja da automatisch mit. Ja, aber hier sieht man es auch, das Band laufen. Also wie gesagt, funktioniert alles ohne Probleme mit den Trauben. Da haben wir extra Wert drauf gelegt, weil wir ja dieses Jahr schon keinen Hopfen haben. Ne? Leider. Ja, aber dafür gibt es halt Doppeltrauben, ne? Ja, und Trauben bei uns, Verarbeitung, entweder Saft, ihr habt ja gesehen, wir haben ja eine Saftfabrik, oder halt zu Wein, ne? Wein und Essig geht hier unten im Weingut. Was, hier machen Essig geht auch? Ja, wir können, natürlich kannst du bei uns auch Essig produzieren. Du hast die Marmelade vergessen. Ja, Marmelade geht auch. Traubenmarmelade? Ja, gibt es. Habe ich auch noch nicht gegessen. Oh gibt ja auch, es gibt ja auch hellen Traubensaft, das wollte immer der Matthias mir auch nicht glauben. Ah doch, das weiß ich. Das, hellen Traubensaft, ja, aber Erdbeersaft wollte ich. Ach, geben. Erdbeersaft war es, genau, Erdbeersaft, ja, das gibt's auch. Himbeersaft. Doch, Himbeersaft. Ja doch, Himbeersaft kenne ich, aber Erdbeersaft habe ich, glaube ich, auch noch nicht. Ach, gibt's aber auch. Ja, gibt's tatsächlich, war ich auch sehr erstaunt, aber ja, Gott macht's möglich. Nee, nein, das war in dem Fall nicht. Ach so, gab's außerhalb schon, ne? Also wie gesagt, Ernten, Bodenbearbeitung ist bei hellen Wein nichts oder bei hellen Trauben nichts anderes wie bei dunklen Trauben. Ja. Die haben wir, sind einfach nur hell. Okay, das heißt also, funktioniert 1A genauso, ist einfach eine zweite funktionierende Frucht auch, ne? Ja, wie gesagt, für die man halt einen extra Ernter braucht. Also wir haben uns das Skript angeschaut, es funktioniert nicht. Wir würden es nicht reinkriegen, wir müssten unzählige Zeilen neu schreiben für einen konfigurierbaren oder anpassbaren Ernter und deswegen habe ich gesagt, dann gibt es halt einen zweiten Ernter, der dann die hellen Trauben kann. Ist es halt so. Ich würde es euch gerne ändern, aber so viel Skript kann ich nicht. Ich kann ja gar keine. Ich finde das schon cool, dass die Texturen hier sehen ja auch gut aus mit den hellen Trauben. Und wir setzen die natürlich gleich nochmal.
Und vielleicht, warte mal, vielleicht das, kann also, ob du das Andreas jetzt hier mal weiterfahren und dann kann ich mal eben im Shop gucken, wie das zu bauen ist. Ne? Ob du das jetzt glaubst oder nicht, die hellen Trauben, das habe sogar ich selber gemacht. Da war gar keiner von unseren Texturprofis dran. Ja. Da war mal der Chef dran und selbst der hat es hingekriegt, dass es gut aussieht. Also da seht ihr schon, dass es... Ach, die Fruchtart kann nicht im Oktober gepflanzt werden. Ja, das ist halt ein bisschen das Problem. Wir können ja nachher nochmal sprühen. Dann. Aber ihr seht gesagt, das... Ihr seht das auch schon in der Textur. Ja, man das sieht es. Die hellen und die dunklen. Also es ist schon deutlich. Es steht ja auch dran rechts immer und von daher ist es auch nicht so. Aber wie gesagt, man sieht es halt, ob hell oder dunkel. So, jetzt muss ich mich mal hier in den Traktor lassen. Nee, Matthias, jetzt machst du bitte erstmal rausgestiegen. Mario, klicke mal bitte X. Wenn der Anhänger ausgewählt ist. Ja, genau. Und dann kommst du mal ab und fährst mal ein Stück vor. Oder dreh dich einfach drin rum. Nein, er soll aussteigen jetzt und dann zeigen wir es ihm gleich. Ach so, ich muss ja die hintere Wanne nehmen. Du darfst es ihm aber gerne zeigen. Ja, dann komm mal mit, Mario. Du hast ja jetzt X gedrückt, ne? Ja. Durch X drücken hast du hier ein Display rausgefahren. Das ist eigentlich nicht da. Oh, wie witzig. Kann dir das mal gerade zeigen? Bleib mal da. Damit du am Feldrand siehst, wenn du ihn abstellst, was drin ist. Stell dich mal gerade ein bisschen zur Seite, Mario. Genau. Das ist... Und jetzt guckst du mal auf das Display. Ja. Ach, wie krass. Ja, da, wie gesagt, da ist wieder das Spielkind in mir durchgekommen. Ja, offensichtlich. Und du siehst das halt auch, wenn du im Traktor drin sitzt, kannst dich ja mal wieder reinsetzen und dich nachher... Ja, da hast du ja unten eh die Anzeige. Aber es ist halt dafür gedacht, wenn man ihn am Feldrand abstellt, wie viel Platz ist jetzt noch, muss ich ihn jetzt gleich wegfahren oder. Ne? Dafür ist es gedacht. Cool. So, Mario. Dann kommen Sie mal mit dem Drecker hier, ja? Wohin? Ach, da. Hier? Ja. Dann müssten Sie mal an dem Anhänger, also du musst nicht unbedingt die Richtung auswählen, aber du musst die richtige Wanne auswählen. Ja, ich habe jetzt Wanne 1 rechts. Wanne 1 ist die vordere wahrscheinlich, ne? Ja, wahrscheinlich. So, und ich links würde aber mehr Sinn machen halt, ne? Ja, genau. Wanne 1 links habe ich. So, jetzt schüttet er ab. Muss man mal genau rangucken hier. Okay, sehr cool. So, und dann fährst du vor. So. Wählst Wanne 2 aus. Links. War ich nicht nah genug dran, glaube ich. Du musst zusehen, nee, du bist zu nah dran. Der Trigger ist in der Markierung. Du müsstest wahrscheinlich ein Stück weiter nach links. Ah, okay. Jetzt haben wir es. Ah, siehst du? Weil ihr braucht euch um die Standfestigkeit keine Probleme machen. Er fährt sowieso automatisch die Stütze runter. Und jetzt ist er leer. Also wie gesagt, wir haben jetzt hier Minimalproduktion betrieben. Wir haben aber wieder keinen Strom, ne? Geh mal einen LKW holen mit Strom. Weil wir brauchen ja Strom. Ohne Strom wird ja hier nichts. Ja, bitte. Ich hätte gern einmal voll Strom hier, bitte. Einmal voll verstromt? Ja, das ist halt, wenn man selber spielt, verteilt man es und dann hat man halt Strom. Ne? So, was haben wir denn hier? Wir haben Weingut. Ach Gott, was wird denn hier alles? Ja, da gibt es eine ganze Menge. So, wir haben hier Rotweinmaische und Weißweinmaische haben wir. Wir haben Trauben drin, hell und dunkel. Das war mir klar. Ach, Teleport, da. Welches Feld ist in deiner Nähe? Ja, du brauchst doch einfach nur auf der Map auswählen hier. Map auswählen. Map ist die... Ich sehe es nicht. 126.
Dann ist die 126. Man merkt, der Andreas spielt nicht so oft mit den... Nein, weil ich dieses Easy Dev Control nur für Vorstellungen oder für Dings benutze. Das läuft bei uns nicht auf dem Server. Das wird da auch nie hinkommen, weil das bei mir schon Safe Games gefressen hat. Deswegen werde ich es auch auf der Map auf dem Server nicht nutzen. Alles gut, musst du ja auch nicht. Das hat schon so seine Bewandtnis. Darfst du ja machen wie dir. Richtig, genau. So, hier hinten ist die Markierung, ne? Hier seht ihr, hier hinten ist die Batterie. So, und wir laden jetzt hier mal ab. Und schon fließt der Ström. Was läuft doch? Der Ström. Ja. Oh, hast du das schon aktiviert? Nee. Ja, ich nicht, aber jemand anders. Ach so, habt ihr alles aktiviert? Das wird aber, alles aktivieren wird aber ein bisschen dünner. Wenn man die Zeit ein bisschen schneller. Das machen wir den Essig wieder aus. Ich mach den Essig auch. Achso, hast du schon. Hab schon gemacht. Gut. Ja, ja. Sonst wird es ein bisschen dünner, weil es sind nicht viele Trauben, die wir haben. Nee, das ist richtig. Ja, zur Not machen wir uns den Anhänger nochmal voll und genug Trauben. Ja. So, er produziert jetzt hier. Das wird ein bisschen dauern. Dann, was kommt, habt ihr eigentlich auf Automatik gestellt? Ihr habt da überall auf Behalten gestellt. Gut. Behalten ist aber auch uncool. Sag, was zu tun ist. Ah, doch, Behalten ist richtig. Nee, ist alles gut. Wir müssen nur ein bisschen vorwärts. So, wir haben jetzt hier Rotweinmaische und Weißweinmaische. Genau. Und natürlich Post, die Abfallprodukte, Rester. Kompost und Reste. Ja. Genau. Wir haben keine Trauben mehr, wir brauchen mehr Trauben. Sind aber keine mehr da. Dann mach ich den Anhänger. Mario, mach schon den Anhänger. Mach doch mal vorne und hinten voll. Ja, ich mach mal voll. Mach dich mal voll. Trauben. Hinten wieder die Kellen rein. Ja, also Oliven gehen auch rein, ne? Nur zur Info. Ja, so. Genau. Ja. Haben wir mit Absicht gemacht, weil so braucht man dann nur einen Anhänger für alles. Sofern man halt Oliven machen möchte. Finde diese Unterteilung nicht so ganz so gut. Mal gucken, Bande 2 links. Ah, da. Dauert ein bisschen, ne? Aber jetzt haben wir auch gleich direkt mal 10.000 Liter drin. Ja, die passen aber, glaube ich, gar nicht rein. Ja, stimmt, die gehen gar nicht rein. Bande 1 links. So. Das läuft. Müsste eigentlich auch gleich. Naja. So, wir haben jetzt hier eine Palette Kiste. Hast du nicht gesehen? Steht noch eine. Mal eben hier die Rundumleuchten aus. Wer macht denn die immer an? Ja, Matthias. Ist so eine Angewohnheit. So, ihr seht es. Wir haben hier eine. Ja. Dunkel, ein bisschen dunkel hier drin. Naja, so. So, wir haben jetzt hier eine Kiste. Also eine Containerbox mit Pass, weißer Maische und mit roter Maische. Genau. Die könnte man jetzt, also man kann ja das so einstellen, dass das automatisch verteilt, aber wir wollen es ja von Hand verteilen. Also nimmt man die jetzt mit rein. Die andere auch. Ja. So. Dann ärgere ich, kommt mal alle hier rein. Als wenn der Matthias noch hier reinpasst. Ja, eben. Ich schicke ihn dir dann wieder hoch. Treppe gibt's nämlich. Ne, ich guck von oben zu. So. Ja, von oben runter. Jetzt habe ich das Ding im Bauch stecken. Hinter dir da in die Markierung. Achso, da. Da auf die Markierung, genau. Achso, dafür ist dann der Hubwagen eigentlich ganz cool, ne? Ja, da ist dann der Hubwagen ganz cool. Die müsste auch gleich leer sein eigentlich. So, jetzt die andere kannst du auch noch draufstellen. Das mache ich.
Da ist der Hubwagen dann ganz cool, weil hier ist ja nicht so sonderlich viel Platz hier unten. Ein Stapler passt da schlecht rein. So. Er lädt das jetzt aus. So, jetzt ist die auch weg. Jetzt wird hier in den Weinfässern, hier hat jetzt der Wein. Müssen wir wieder ein bisschen spulen. Ja, mal ein bisschen Gas. Wir haben hier 7 Liter. Ah, jetzt. So. Dann kriegt man hier so schöne Weinfässer. Ich halte jetzt mal wieder an. Oh ja. Ach, guck mal. Und Rotwein, Weißwein können wir direkt unterscheiden. Genau. Dann kann man hingehen und nimmt die und packt die hier in diese Öffnung. Ja. Lass ich aber eigentlich entleeren. Mag es wieder nicht. Doch, jetzt. So, kann man auch mit... Kann man eigentlich alle reinstellen. Und hier werden jetzt automatisch Paletten produziert. Ja. Gucken, wo ist das? Also wir haben hier rausgekriegt Weißwein gereift und der wird jetzt abgefüllt. Dann kriegen wir oben Rotwein und Weißwein abgefüllt raus. Ich muss aber noch mal ein bisschen spulen. Nee, wir müssen noch ein paar Paletten reinpacken. Also, hier hinten ist das dann. In dem Gang da oben drüber. Ah, okay. Das heißt, das ist die Flaschenabfüllanlage. Ja, richtig. Cool. Hier hinter der Wand versteckt. Wie gesagt, wer jetzt nicht im Klein-Klein spielen will, kann in jeder Fabrik auf Verteilen stellen. Dann schiebt das halt weiter, ne? Ja. Dann kriegst du trotzdem am Ende die Paletten raus. Ja. Und die Paletten kannst du dann ins Cargo-System einladen und damit verkaufen fahren. Wie gesagt, das dauert ein bisschen, bis die Paletten immer leer sind, weil... Ne? Haben wir jetzt genug? Weiß ich nicht. Habt ihr noch keine Palette? Nee, muss man ein bisschen spulen. Nee, wird nicht reichen. Hier sind nur... In den Fässern sind nicht so viele Liter. Wie viel gehört denn in die Paletten rein? Ja, 1000 Liter müssen da mindestens rein, wenn nicht sogar noch mehr. Ja, dann wird es nicht reichen. Habe ich es ja gesagt. Also wie gesagt, in den Paletten ist schon mehr drin. In so ein Fass. Das sind Barrique-Fässer. Ihr könnt ja mal goggeln, wie viel in ein Barrique-Fass passt. Du hast ja noch ein bisschen Maische da. Ich habe doch auch nochmal vorgespult kurz und bin hier schon am... Ich hätte es jetzt auf Verteilen gestellt, dass es direkt reinläuft. Kannst du ja machen. Jetzt. Kann er trotzdem hier die Fässer reinwerfen. Ich will runterfahren. Oh. Muss doch halt auch drücken. Dass oh, mach ich ja. Ich drücke. So, Maische rüber. Ach, der Mario hat Maische gebracht. Na klar. Muss doch weitergehen hier. Der Mario hat Maische mitgebracht. Wie gesagt, das ist halt alles, das ist halt wieder der Punkt mit dem Micromanagement, ne? Genau, für die, das ja, die da Lust drauf haben. Wer da Lust drauf hat, soll es gerne spielen. In dem anderen Weingut ist es nicht anders. Müsst halt einfach auf die Triggermarkierungen achten. Spielt halt einfach ein bisschen mit rum. Ich finde, es ist eine coole Sache. So, jetzt fahre ich wieder hoch. Normalerweise müssten wir jetzt oben eingehen. Ach nee, der steht oben, glaube ich, auch noch auf Behalten, ne? Oh. Okay. Ich bin durch das Gitter gefallen. Muss auf Watt stehen, auslagern, ne? Was, du bist durchgefallen? Ja, dann hast du ein Problem. Oh, yes. Oh. Der muss mal oben auf Auslagern stehen, ne? Auslagern? Moment. Er darf oben nicht auf Parteien mussten oben stellen. Nee, nicht auf Verteilen. Nee, für die Abfüllung. Auf Behalten muss er normalerweise stehen. Ja, steht doch. Ja. Dann sind die Paletten, größer wie das, was wir haben. Na, spule ich mal noch ein bisschen. Dann wird aber langsam hängen, wir haben langsam keine Trauben mehr. Ich habe gerade nachgefüllt. Ach so, okay. Trauben? Du hast Trauben nachgefüllt? Wo?
Lager. Bin jetzt bei 1600 Liter und ist noch nichts rausgekommen. Ja, 2000 Liter Paletten? Ja, die müssen aber jetzt gleich laufen. Warte, wir sind gleich da. Ah, ja, da kommen sie doch schon. So. Ein leichtes. Ja, 2000 Liter Wein. Ja. Läuft. Ja, du weißt doch, dass ich die Palettenlevel überall erhöht habe. Ja, ja, alles gut. So, weißt du, wenn Andreas Wein einkauft, dann kauft er einfach mal 2000 Liter, ne? Ja, so, und dann, wie gesagt, die kriegt er ins Cargo-System rein. Ihr braucht eigentlich nur eine normale Wechselbrücke, eine Non-Food und die Paletten so nah wie möglich ranstellen und dann zieht die Wechselbrücke so sogar automatisch rein. Und das ist eigentlich die ganze Geschichte des Weines. Wie gesagt, ihr könnt auch alles direkt auf Verteilen stellen, dann kommen am Endeffekt nur die Paletten raus. Aber sehr dunkel hier. Boah, das geht schon. So. Gut, wird im Winter im Dunkeln nicht gearbeitet. Hallo? Hast einen ganzen Winter Zeit zum Wein machen. Ah, hier, oder willst. Ja, ich habe gedacht, ich könnte gerade mit dem Hubwagen hier rüberkommen, aber der Hubwagen, den kannst du nicht einsteigen. Kannst du schon, aber der ist nicht so sonderlich schnell. Ach so, hier vorne der. Nee, der funktioniert nicht, das ist nur Deko. Der ist nur Deko. Ja, das ist die Weingeschichte. Ja. So, liebe Zuschauer, ja, es, ne? Ihr habt jetzt gesehen, wir haben das alles gemacht, aber ihr seht, habt auch gesehen, das dauert so seine Zeit. Ne? Das geht nicht jetzt von jetzt auf gleich, sondern Wein, ne, will wohl geerntet sein und gepflegt sein und dann kann man sich auch ein bisschen mit der Weinproduktion beschäftigen. Ich glaube, das ist sogar ganz cool, weil der Wein ja durchaus, wenn ihr den in den Jahreszeiten spielt, braucht ihr ja relativ lange Zeit, auch bis der gewachsen ist und bis der gepflegt ist. Ich glaube, da kann man sich schon ganz gut mit beschäftigen, ne? Ja, man kann sich gut mit beschäftigen. Also ich habe es mal so im Testspiel so ein bisschen betrieben. Es ist schon ein bisschen, geht schon ein bisschen Zeit ins Land. Du kannst ja nochmal im Shop den Bereich um den Wein zeigen, also die Weinzubehör. Ja. Ich würde mich aber für heute nochmal verabschieden. Jo. Kurz was klären gehen. Okay. In diesem Sinne. Matthias. Okay. Dir, danke fürs Mitvorstellen und dir eine gute Nacht. Ja, gute Nacht. So, was meinst du mit Traubentechnik oder was? Entweder anhängbare Traubentechnik, entweder anhängen. Also, du gezeigt, könntest die anhängbare zeigen. Ja. Da ist dann der Anhänger drin, da ist der zweite Blattschneider drin, da ist der umgeschriebene Anhänger drin. Am Ende. Gerade gucken, wo war denn die Traubentechnik? Anhängbare. Hinter der Baumwolle. Jo. So, hier ist der White Grape drin. Traubenanhänger, helle rote Trauben. Von Fuhrmann, den habt ihr auch nochmal gemacht? Ja, habe ich ja gesagt. Ich hatte erst den umgeschrieben und dann bin ich halt über den anderen gestolpert. Dann habe ich gesagt, okay, den baue ich noch. Ja. Das war so ein kleines Nebenprojekt. Und wie gesagt, der Blattschneider für den. Für die hellen Trauben. Kleiner Tipp, wenn ihr den Lindner Unidrack nutzt, gibt es von uns aus dem Adventskalender einmal den Weinsprüher zum Aufsetzen und wenn ihr hingeht und baut euch vorne und hinten den Blattschneider dran, könnt ihr zwei Reihen auf einmal bearbeiten. Funktioniert, haben wir getestet. Genau, mit dem Unidrack. Richtig, das geht sehr, sehr gut. Wir haben den jetzt hier im Spielstand leider nicht drin, sonst würde ich es euch zeigen. Aber guckt in den Adventkalender, da haben wir das auf jeden Fall gehabt. So, nee, die sind ja wahrscheinlich gar nicht mehr da. Also wenn ihr aufgepasst habt im Adventkalender, dann habt ihr den. Den Weinsprüher, genau. Also wie gesagt, der funktioniert hier sehr gut, weil man drei Bahnen auf einmal düngen kann. No? Das nur als kleine Info. Ja. Du kannst einen normalen Fahrzeug in der Traubentechnik, ist halt der normale Proud drin und halt der White Grape. Genau, habe ich schon gezeigt, ja. Okay, ja, das ist eigentlich alles. Wie gesagt, es ist halt, in dem Fall ist es hier Micromanagement. Ihr könnt, aber ihr müsst nicht. Sollte eigentlich klar sein. Genau, das ist eigentlich auch ganz cool, dass ihr die Produktion wirklich auch verteilen stellen könnt. Ihr könnt es manuell rüberfahren, ihr könnt diesen Hubwagen, den habe ich euch gerade im Shop auch schon gezeigt, den könnt ihr verwenden, um die Sachen hier durch die Gegend zu fahren und zu schieben, das ist schon, hat schon eine coole Nummer. Also da ist Wein wirklich ein absolutes Highlight und finde dieses Weingut hier auch cool. Das liegt hier auf der Karte großartig. Das hat einfach
Da guckt man hier rum, wenn man hier so ein bisschen rumguckt. Das, ja, ist einfach klasse gelegen. Hier kann man sich niederlassen, da kann man die ein oder andere Stunde verbringen. Und kann ich nur sagen, viel Spaß mit dem Wein und schaut nicht zu tief ins Glas. Ne? Ja, genau. Ja, dann verabschieden wir uns noch. Ja, und sagen wir Tschüss und wir wünschen euch viel Spaß mit der Map. Und ja, ich hoffe auf tolle Bilder. Ich weiß, die kriege ich so oder so. Nein, macht das. Schickt Andreas mal ein schönes Bild von eurem Hof, wie ihr den gestaltet habt. Und das ist schon, lohnt sich schon. Und natürlich gerne hier einen Kommentar drunter. Ein Danke dalassen, ist nie verkehrt. Und dann verabschieden wir uns erstmal mit der ersten Erklärbär-Reihe, würde ich sagen. Ja, das reicht erstmal. Wir hören jetzt hier auf, wir spielen jetzt Hof und. Genau. Ja, so, wir, müssen jetzt, auch los, ne? Ihr dürft auch bald spielen und dann sagen wir mal viel Spaß mit der Karte, viel Spaß mit den ganzen Produktionen, den Modpacks, den ganzen Erklärungen dazu. Guckt die Videos nochmal durch, wenn ihr noch was nicht erklärt bekommen habt. Ne? Denkt dran, wir haben ganz, ganz viel schon erklärt und wenn wirklich was fehlen sollte, dann machen wir das auch nochmal nach bei Gelegenheit. So, richtig. Jetzt aber alles Gute, bye bye und Ade!